Servus Pyrus, servus YouTuber, Leuchtturmmeister freut sich, dass ihr dabei seid. Heute machen wir mal das erste Unboxing, ein Geburtstags-Unboxing nennen wir es mal. Das schöne Päckchen habe ich von zwei guten Freunden zum überreicht bekommen. Hat mich tierisch gefreut. Danke an euch beiden, ihr wisst, dass der Gruß an euch geht. Und da schauen wir jetzt mal rein, was ich so bekommen habe. Nico steht drauf, Butterfly, 50 Schuss. Mal gucken. Wenn euch das gefällt, was hier drin ist, wenn euch meine Videos gefallen, die ich euch so zeige, lasst einen Daumen da, macht ein Abo, aktiviert die Glocke, lasst uns mal reinschauen. Okay, wir öffnen mal, beziehungsweise ich habe schon natürlich geöffnet. Wir schauen mal rein, was so drin ist. Ja, sehr schön. Ich hebe es mal kurz an. Zack. Also, wir sehen schöne Batterien. Wir fangen mal mit einer Rolle. Tapmatch braucht der Mann an. Habe ich mal 10 Meter drauf. Eine Rolle Tapmatch. Dann einmal Fuse Connector. 4 bis 8 Sekunden der Meter von Nico. Das sind 4x50 cm inklusive Verbindungsklemmen. Dass die Verbindungsklemmen sehen so aus wie von einem Hoodie, um die Kapuze zuzuschnüren. Hoppala, beinahe runtergefallen. Zum sicheren Anzünden von Verbund- und Batteriefeuerwerk. Dann, was haben wir als nächstes? Wir haben Blackbox. Wer meine Videos kennt, weiß, ich liebe Blackbox. Die werde ich euch in einem weiteren Video mal zeigen. Den Purpurrauch, den grünen Rauch und den orangenen Rauch von Blackbox. Sehen wir hier irgendwo eine NEM drauf? Wir haben eine Brenndauer von 60 Sekunden und eine NEM von 18. Da gibt es schon schöne Videos auf YouTube, aber ich werde sie euch auch demnächst zeigen. Die werden wir mal schön irgendwo qualmen lassen, einen burnen lassen. Okay, drei Rauchfackeln von Blackbox. Dann geht es weiter mit, wie soll es sein, Nico Bengalfeuer, nämlich in weiß. Ein Blinker. Die haben auch, was haben die für eine Brenndauer? Die haben 20 Gramm NEM. Das ist natürlich Abgabe an Personen unter 12 Jahren verboten. Ab 12. Was haben wir denn für eine Kategorie? Das müsste eigentlich Kategorie F1 sein, jawohl. Was sind die Rauchfackeln? Nochmal zurückschwenken ganz kurz. Die sind eigentlich auch, die sind T1. Okay. Zweimal weiß, Rauchfackel von Nico. So, steche euch mal hier hin. Dann haben wir, wie sollte es sein? Zweimal habe ich Rauchfackeln von Nico gesagt. Nein, Bengalfeuer von Nico meine ich natürlich. Zweimal rot. Auch 20 Gramm F1. Schöne Sache. Brenndauer. Brenndauer steht gar nicht drauf. Gefahr vor Hitze, Oberfläche nur im Originalverpacken aufbewahren, Bedarf Umgehung, Wehr, Explosion, 1 Meter entfernen. Ja. Schauen wir mal, was die so haben. Die werde ich euch aus dem Urlaub zeigen. Die werden wir schön am Strand zünden, denke ich mal. Abo da, dann werdet ihr das auch nicht verpassen, wie ich die Sachen dann alle für euch zünden werde. Schön am Meer, rot und weiß. Dann haben wir noch von Blackbox Goldsternschmeißer. Ja. Das sind Wunderkerzen. Die sind ein bisschen länger wie andere Wunderkerzen. Ich habe es noch nie ausprobiert von Blackbox. Das ist die Größe 2. Anscheinend gibt es da verschiedene Größen von Blackbox. Goldsternschmeißer. Premium Wunderkerzen edlem Gold. In edlem Gold. Okay. Wunderkerzen sehe ich normalerweise immer Silber. Schauen wir mal. Schauen wir uns auch an. Dann
haben wir noch einen White Strobe Pro 90 Sekunden. Der ist wohl super hell. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich habe den noch nicht live gesehen, nur auf Videos. Aber fand die schon mega hell. Haben wir hier irgendwas? NEM 29,02 Gramm. Mhm. Von Katan-Feuerwerk NL. In F2. Okay. Ich auch gespannt. So, jetzt geht's an die Batterien. Wir fangen an mit der Nikko Flying Fish. Das ist eine 25-Schuss-Batterie im Kaliber 20 mm. Ich finde den Effekt gar nicht mal schlecht. 25 Schuss nacheinander in wechselnder Abfolge mit silbernem Schweif aufsteigenden Sternen mit anschließender Verwandlung zu roten, grünen und blauen Sternbuketts mit unzähligen silbernen umherschwirrenden Fischeffekten endend. In einem Finale mit einer Salve von 5 Schuss. Okay, wir haben eine Effektdauer von 30 Sekunden und eine Effekthöhe von 30 Metern. Flying Fish von Nikko. Ich bin gespannt. Okay. Wow, stell mal sehen. Stell mal sehen. So, wir gucken uns das gleich nochmal schön an auf einer Präsentation. Dann, was sollen wir gucken? Links, rechts. Ah, ihr seht schon, Blackbox, super. Und hier, das wissen wir nicht. Wir gucken uns erstmal die Blackbox an. Oh ja. Oh ja. Blackbox. Lady Killer. Performance Batterie 35 Schuss von Blackbox. Wir haben hier wieder ein schönes Design. Wir machen die gleich mal auf. Wir haben 35 Schuss, Kategorie F2, ja, eine NEM von 495 Gramm. Wir haben ein Kaliber 25-30 mm. Die Explosivmasse hatte ich euch eben schon gesagt, 4,95, eine Brenndauer 35 Sekunden und eine Steighöhe von 60 Metern. Und das finde ich an Blackbox so schön. Die haben wirklich diese Beschreibungen drauf. Da kann nichts schief gehen. 8 Meter, nicht darüber. Gucken. Wir gucken mal rein, wie sie so aussieht. Haben wir das Messerchen. Ja, wie gesagt. Lasst einen Daumen da. Schaut euch meine anderen Videos an. Ich würde mich freuen. Okay, ja. Hier wird auch wieder die Positionsrichtung angegeben, die Erstanzündschnur und die Reserveanzündschnur oder halt zum Verleiten, wie man es halt braucht. Sehr nice. Sehr, sehr schön. Und auch hier wieder so ein Klappkarton. Freue ich mich drauf. Zumachen. Nun gut. Und jetzt zu guter Schluss schauen wir uns die Batterie von Nikko an. Die Cluster. 70 Schuss Batterie, 420 Gramm. Ihr seht, es ist als Rad aufgebaut. Es ist ein 20 mm. Ihr seht hier mal ein paar Effekte drauf. Premium 3D Batterie mit 70 Schuss in 4 Phasen. Erste Phase, 9 nacheinander aufsteigende Silberkreisel. Zweite Phase, 15 rasant mit goldenen Schweif aufsteigende Brokatkronen Buketts. Phase 3, 20 in schneller Abfolge angewinkelte und im Kreis silbernen aufsteigende Effekte mit anschließender Verwandlung zu grünen Sternen mit Cracking-Zentren. Und der vierte und die finale Effekt ist 26 gleichzeitig kegelförmig aufsteigende langziehende Knatterstern-Kometen. Eine Effektdauer von 40 Sekunden und eine Effekthöhe von 40 Metern. Ja, Leute, super geil. Geiles Geburtstagsgeschenk. Karton ist leer. Karton ist leer, wir bauen mal ein bisschen auf, damit wir mal sehen, was es wirklich war, alles war. Wir schauen uns natürlich jetzt nochmal kurz die Cluster von innen an, wie sie wirklich so schön aussehen und nicht nur hier so abgebildet. Okay. Ja, auch sehr nice. Schaut euch diese schöne Rädchen an. Sieht schön aus. Sehr, sehr schön. Schöner Kreis. So, schön black. 412. Anzündung. Ich bin mal gespannt, was hier in der Mitte, das ist nämlich ein großer, da ein Finalschlag drin ist. Aber ich habe es ja eben vorgelesen. Ich bin auf jeden Fall nice überrascht und freue mich wirklich auf diese schönen Batteriechen. Sehr schön.
Okay. Ja, super, guckt euch das an. Also wenn das nicht ein super Geschenk ist. 4 Bengalfeuer, 3 Rauchfackeln, 2x Goldsternschmeißer, ein Tapmage, Litze zum Verleiten, ein, ich habe es vergessen, von Katan ist es meins, White Straw Po 90 Sekunden und 3 wirklich schöne, nice Batterien. Wer solche Freunde hat, kann sich glücklich schätzen. Danke. Bleibt gesund. Adieu, ciao, euer Leuchtturmmeister. Bye, bye.